Lektion 63. Das Licht der Welt bringt jedem Geist Frieden durch meine Vergebung. Wir haben in der Einleitung zur ersten Wiederholung, Seite 80 im Übungsbuch, im Absatz 4 gelesen. Der Zweck deines Lernens ist, dich zu befähigen, die Ruhe selber mitzubringen und Not und Aufruhr zu heilen. Das geschieht nicht, indem du diese meidest und einen Hort der Abgeschiedenheit für dich suchst. Du wirst noch lernen, dass der Frieden ein Teil von dir ist und es nur nötig ist, dass du dort bist, damit er jede Situation, in der du dich befindest, einhüllen kann. Und endlich wirst du lernen, dass es keine Grenze gibt im Hinblick darauf, wo du bist, sodass dein Frieden überall ist, wie du selbst es bist. Das ist unsere Funktion, wunderschön zusammengefasst. Und es wird klar, dass Zeit und Ort, Zeit und Raum überhaupt keine Rolle spielen. Denn Geist ist überall und Geister sind verbunden. Und das ist unsere, als Schüler des Kurs in Wundern, unsere Funktion, dieser Welt Frieden zu bringen, jedem Geist. Wie heilig bist du, der du die Macht hast, jedem Geist Frieden zu bringen? Wie gesegnet bist du, der du lernen kannst, die Mittel zu erkennen, damit dies durch dich geschehe? Welches Ziel könntest du haben, das dir größeres Glück brächte? Keines. Keines. Kein Lottogewinn, keine erfolgreiche, schöne, glückliche Partnerschaft. Nichts dergleichen kann mir das Glück bringen, was mir die Vergebung schenkt. Mit einer solchen Funktion bist du in der Tat das Licht der Welt. Gottes Sohn wendet sich an dich für seine Erlösung. Jeder Bruder hier wendet sich an mich für seine Erlösung. Ob Freund, ob Feind, in der Sicht des Ego, jeder wendet sich an mich für seine Erlösung. Und indem ich jedem Frieden schenke, schenke ich der ganzen Welt Frieden. Und so wie Jesus, genauso wie er damals gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, so sagen auch wir, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergebung ist die einzige Art und Weise, wirklich Frieden zu schenken. Das Ego hat da ja ganz andere Lösungen und Vorschläge und Ansätze, die allesamt letztlich, schlussendlich einfach niemals erfolgreich sind. Warum ist es so? Weil diese Welt, das ist ja eine Welt des Ego. Und es ist eine Welt, die auf Dualität beruht, das heißt auf Gegenteilen. Alles hier in der Welt wird sich immer und immer wieder ins Gegenteil wenden. Geburt und Tod wird sich immer wieder abwechseln. Freude und Schmerz, Gesundheit und Krankheit und all diese Dinge werden sich immer wieder abwechseln wie Tag und Nacht. Und daran können wir nichts ändern. Das ist einfach so. Das heißt, auch Frieden wird sich immer wieder wandeln in Krieg. In einem Teil der Welt ist Krieg, im anderen Teil ist Frieden. Und so wird es immer sein, weil es einfach dazugehört.
Diese ganze Idee, dass diese ganze Welt eine friedliche, heile Welt sein könnte, das ist die Idee eigentlich des Paradieses, weil nur das Paradies und nur der Himmel unser ursprünglicher Seinszustand in Gott, den wir in Wahrheit nie verloren haben, der nur verschleiert ist, das ist die heile Welt. Und natürlich, das Ego träumt von der heilen Welt, in dem Sinne, es weiß ja, dass wir irgendwo tief in uns, da uns daran erinnern, an unseren Ur, an unseren wahren Seinszustand. Und es fürchtet, dass wir uns daran erinnern. Es will das ja nicht. Also lässt es uns träumen von einer heilen Welt auf Erden, die es nie realisieren kann. Deswegen ist ja auch die Prämisse des Ego, suche, aber finde nicht. Während der Heilige Geist sagt, mit mir findest du, und zwar die Erlösung. Und was wir hier tun, ist nichts Geringeres wie die Welt und uns selbst erlösen. Und mit einer solchen Funktion bist du in der Tat das Licht der Welt. Gottes Sohn wendet sich an dich für seine Erlösung. Du kannst sie ihm geben, denn sie ist dein. Sie ist mein, weil meine Heiligkeit meine Erlösung ist. Und meine Heiligkeit, die muss ich nur annehmen, akzeptieren. Das ist nicht die Person, die ich wahrnehme, mit all ihren Fehlern und Schwächen und ihren Gedanken, die vom Ego geführt sind, natürlich nicht. Aber dahinter liegt die Wahrheit. Dahinter liegt das, was wir wirklich sind. Und die Vergebung, wenn wir einfach nur das vergeben, was wir als unsere Schwächen wahrnehmen, und uns stattdessen an die Stärke Christi in uns wenden, dann kommen wir unserem Seinszustand, unserem wahren Selbst immer näher. Und unser wahres Selbst ist vollkommener Frieden. Akzeptiere kein triviales Ziel und kein bedeutungsloses Verlangen an ihrer statt, also an der Erlösung statt. Erlösung ist unser Ziel. Denn sonst vergisst du deine Funktion und lässt den Sohn Gottes in der Hölle. Wenn ich wieder private Ziele habe, die mir wichtiger sind als die Erlösung, als mein Bruder, als den Graben zwischen mir und meinem Bruder zu entfernen, entfernen zu lassen durch den Heiligen Geist. Es ist keine eitle Bitte, die da an dich gerichtet wird. Du wirst gebeten, die Erlösung anzunehmen, damit sie dein sei und du sie geben kannst. Ich kann nicht geben, was ich nicht empfangen habe, was ich nicht habe. Und die Erlösung ist mein, vollkommen zweifellos, weil Gott sie mir gegeben hat. Nur das Ego kann sagen, nein, du verdienst das nicht oder nein, es ist nicht dein, nein, du kannst das nicht. Das ist nur das Ego, das ist die Stimme des Ego, der wir keinen Glauben mehr schenken brauchen. Da wir begreifen, wie wichtig diese Funktion ist, werden wir uns heute glücklich schätzen, uns sehr oft an sie zu erinnern. Morgens, abends und während des Tages. Was sind wir doch gesegnet als Sohn Gottes? Und jeder hier ist der Sohn Gottes. Und jeder Sohn Gottes wendet sich an mich für seine Erlösung, weil er sich nicht daran erinnert und er braucht das Licht in meinem Geist, um das Licht in seinem Geist ihn erinnern zu lassen. Der Funke in mir steckt den Funken in ihm an. Und da Geister verbunden sind, geht überall ein Licht an mit jedem Bruder, der vergibt. In dieser Welt bis es letztlich nur noch Licht gibt.
bis es letztlich nur noch die Wahrheit gibt, bis die Illusion vollkommen aufgehoben ist. Aber darum müssen wir uns jetzt nicht kümmern. Wir tun jetzt das, was Jesus uns lehrt. So oft wie möglich wiederholen wir heute: Das Licht der Welt bringt jedem Geist Frieden durch meine Vergebung. Ich bin das Mittel, das Gott für die Erlösung der Welt bestimmt hat. Ich bin das Mittel, und nur Arroganz sagt, du kannst das nicht, du bist das nicht. Das ist nur Arroganz. Ich bin gesegnet als Sohn Gottes. Ich bin das Licht der Welt. Und es ist meine Aufgabe, meine Funktion, einfach nur zu vergeben. Ein sehr leichtes, einfaches, freudiges Mittel, mit dem ich jedem Geist Frieden schenken kann. Danke, danke, dass du dabei bist.